Hallo und herzlich willkommen zum 21. Beitrag. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Nachdem wir im letzten Mal hier im Bereich Lagerhalle gebaut haben und wir ziemlich fertig sind bis auf die Türen von der Lagerhalle, da habe ich jetzt auch noch keine Teile bestellt, weil sich das wegen der einzelnen Steine nicht rentiert. Das wird dann irgendwann mal bei der nächsten größeren Bestellung mit passieren, dass ich das auch fertig baue und austausche. Wir bleiben heute in dieser Ecke, die ihr hier seht. Ich werde anfangen und werde hier einige von den grünen Platten rausnehmen. Ich möchte den Zweiradshop integrieren. Ich werde hier in dem Bereich die Landschaft ein bisschen anpassen, den Berg anpassen, und ich habe vor, hier in dem Bereich auch die Ecken aufzufüllen und fertig zu bauen. Dann möchte ich euch heute kurz diesen Zweirad-Shop oder Werkstatt zeigen. Oben kommt noch ein Dach mit drauf in der Ausgabe. Im ersten Stock haben wir eine kleine Küche eingebaut, einen Snackbereich. Ich habe eine kleine Terrasse. Türen sind offen oder zum Öffnen dran, damit man rauskommt auf die Terrasse. Hier steht schon jemand und gießt die Pflanzen. Dann zeige ich euch den Innenbereich. Und zwar haben wir innen drin einen Ständer, einen Halter für das Motorrad. Ich habe hier einen kleinen Werkstattwagen eingebaut. Dann gibt es obendrauf einen Radio, der natürlich nicht fehlen darf in der Werkstatt. Ich will das Ganze mal ein bisschen rumdrehen. Dann haben wir hier an der Werkstatt selbst, haben wir Werkzeuge stehen, wir haben einen Schraubstock dran und natürlich auch ganz wichtig eine Kaffeemaschine. Ein großes Tor nach draußen, das offen ist. Ich habe auf der Hinterseite eine Bohrmaschine stehen. Wir haben innen drin einen Verbandskasten und natürlich auch noch mal kleine Werkzeugschränke drin. Ja, wie gesagt, die Werkstatt soll heute integriert werden. Die Position, wo es genau steht, werde ich dann festlegen. Gebaut hat das Ganze, muss ich auch dazu sagen, nicht ich, sondern das hat mein Sohn gebaut. So als Erinnerungsstück wird es jetzt hier auch einen Platz auf meiner Eisenbahnanlage finden. So, und dann, was muss weg? Das hier kommt natürlich auch alles raus. Wie ihr hinten seht, Bäume habe ich schon weggenommen. Wie gesagt, das kommt raus. Mauer wird nach vorne angepasst. Und das ist erstmal der erste Schritt. Jetzt werde ich mal anfangen zu bauen. Und dann melde ich mich wieder und zeige euch die ersten Fortschritte. So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen angepasst schon. Hier im Vordergrund wollte ich euch mal zeigen, so, das sind so einige meiner Sortierboxen, wo ich meine Steine drin aufbewahre, dann nach Farbe und Größe und verschiedenen Dingen sortiert. Ja, ich habe jetzt hier vorne einige Plates ausgetauscht. Die sind jetzt grau bis hier rauf. Also da sieht man sich hin, die sind jetzt hier grau und nicht mehr grün. Ich habe die Lücke hier geschlossen. Ich habe hier unten die Lücke geschlossen am Berg, damit das Ganze auch einen schönen Übergang hat. Hatte ich den gelben Streifen jetzt fortgeführt bis vorne hin. Ein kleiner Gartenzaun ist hingebracht worden, ein bisschen was Grünes. Ich habe hinten auch wieder Fliesen an die Laderampe hingebracht. Da fehlen jetzt noch Fliesen. Die muss ich erst bestellen, genauso wie hier vorne, hier sind mir auch die grauen Fliesen ausgegangen, da wird es dann demnächst was geben, um das fertig zu machen. Will ich das nochmal von der Seite euch zeigen, damit man auch sieht, dass da ein schöner Übergang nach oben ist, habe ich dann auch mit Blades aufgefüllt, das Ganze. Dann habe ich am Restaurant den Außenbereich gestaltet, die Mauer wieder hingemacht, damit es wieder schön dran ist. Ich habe auch hier diese Lampen hingemacht, die ich ja auch an der Lagerhalle schon dran habe. Dann will ich euch das Ganze noch mal von der anderen Seite zeigen. Und zwar sehen wir jetzt hier schön die Mauer. Vorne sind Fliesen dran, gar am Eingang. Ja, das ist jetzt momentan der Stand. Wenn ihr aufgemerkt habt, habt ihr gesehen, dass hier Schienen rumliegen. Da habe ich jetzt auch noch was vor, noch eine Idee, das zeige ich euch dann gleich, wenn das Ganze eingebaut ist. Und ansonsten werde ich hier noch dann Deko bringen, einiges am Pflanzen. Ich habe ja hier noch ein bisschen noch Sachen rumliegen. Hier vorne hinter den Zaun soll noch was hinkommen.
Bleibt dran und ja, schaut, was da noch kommt. So, da ist er, der Zweiradsender. Fertig gebaut, dekoriert. Von der Vorderseite jetzt gezeigt. Wir machen jetzt noch eins. Und zwar ist hier eins, das passt nicht rein. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr es findet, was hier nicht dazu passt oder nicht dazu gehört. Ja, wie ihr seht, Motorräder habe ich hingebracht. Dann habe ich dekoriert mit Bäumen, mit Grünsachen. Figuren habe ich hingebracht. Jetzt will ich mal außen rumlaufen, damit man das Ganze vom Weiten auch noch mal sieht. So, dann hier habe ich den Kran mobil gemacht. Deshalb waren die Schienen gelegen. Der lässt sich jetzt hin und her bewegen auf den Schienen hier. Dann, ja, der hebt jetzt so eine Trommel hoch und tut es auf den Zug verladen. Im Prinzip habe ich lediglich die Schienen hier eingebaut. Das ist ein einfacher Prellbock vom Lego. Obendrauf habe ich Blades getan, damit sich das ein bisschen aufhebt. Und wenn ich mal so weit bin, dass Eisenbahnschwellen auf die Schienen drauf kommen, dann werde ich das auch noch schön mit verkleiden und integrieren. Dann habe ich auf der Seite im Gartenzaun Motorrad. Ein Dreirad steht dran, dann steht hier ein altes, defektes Motorrad. Das Dach habe ich oben auf dem Zweiradshop drauf gebaut mit Schrägsteinen, die normal am Bahnübergang verarbeitet werden. Mal schauen, ob ich das jetzt runter bekomme. Dann mit grauen Blades ausgebaut, versteift das Ganze und oben drauf gesetzt. So, dann habe ich gebaut Bäume. Das habe ich gefunden auch auf einem anderen YouTube-Kanal. Und zwar heißt der Bricks auf Schienen. Ich werde da einen Link unten einfügen. Könnt ihr mal vorbeischauen. Er macht auch tolle Sachen. Und das sind praktisch die Bäume, die ich da abgeschaut habe. Und er gesagt, nachbauen erwünscht. Und dann habe ich das natürlich umgesetzt. Mit Pflanzen das Ganze noch schön begrünt. So schaut es dann praktisch von der Seite aus, das Ganze. Und das war's dann heute schon von meinem Beitrag. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt mir Kommentare. Bin offen für Tipps und für Anregungen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, nutzt den Link zu Bluebricks. Bis bald.